Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und den News in kurz. Starten wir heute mit Navigraph. Diese Firma sollte eigentlich einer ganzen Menge Leute ein Begriff sein. Immerhin produzieren die ziemlich hochwertige Charts, haben ein entsprechendes Tool dafür herausgebracht und Navdaten für die verschiedenen Simulatoren und Flugzeuge bieten sie ebenfalls an. Für das genannte Tool, das sich übrigens Navigraph Charts nennt, gibt es jetzt ein Update. In diesem Update sind Wetterdaten hinzugefügt worden, die unter anderem die Anzeige von Niederschlag und Wind beinhalten. Mit diesen Daten soll es laut Navigraph möglich sein, seinen Flug nicht nur nach Gesichtspunkten der Navigation, sondern auch nach Gesichtspunkten der Meteorologie planen und durchführen zu können. Bereitgestellt werden die Daten, die dafür benötigt werden, vom Dienst AirSigmet. Neben den bereits genannten Winddaten soll man sich auch verschiedene Analysen anzeigen lassen können. Darunter fällt zum Beispiel die des Niederschlags bzw. dessen Intensität und die Sturmgefahr bzw. dessen Ausdehnung. Neben der Anzeige von Jetstreams, das heißt den sehr schnellen Höhenwinden, soll es nun auch die Möglichkeit geben, eine sogenannte Realtime-Meter abzurufen. Die Wetterdaten der Airports, zu denen man fliegt, sollen also nun auch in Echtzeit zur Verfügung stehen, sodass man sich immer genau darüber informieren kann, was dort gerade für ein Wetter herrscht. Um diese Wetteroverlays für euer Navigraph Charts Tool zu installieren, müsst ihr es einfach updaten. Dazu könnt ihr den Updater ausführen oder euch die neue Version von der Navigraph Website herunterladen. Beides ist möglich und funktioniert für Bestandskunden kostenlos. Der Developer JustFlight hat einen A300B4 für den MSFS angekündigt, der mit diversen Bildern und einem YouTube-Video angeteasert wurde. Das Video allerdings ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, da es laut Angaben von YouTube vom Uploader, also JustFlight, entfernt worden sei. Laut Developer-Angaben entwickle man den A300B4 in einer analogen Variante, die man auch auf den Screenshots sehen kann. Anders als zum Beispiel Inibles es gemacht hat, gibt es hier also anscheinend keine Digitalinstrumente, sondern den altbekannten Uhrenladen, der in den ersten Versionen des Flugzeugs in den 70ern enthalten war. Neben einer Frachtervariante soll auch die für Passagiere umgesetzt werden. Für beide Versionen soll es alle erhältlichen Triebwerksvarianten genauso wie diverse Navigationsoptionen geben, so unter anderem ein INS, FMC und das AFCS. Vom Aussehen und der Ausstattung sei laut JustFlight alles dabei. Animationen auf dem neuesten Stand, Texturen in der höchstmöglichen Qualität, ein hochdetailliertes und realistisches Modeling und custom gecodete Systeme. Die Bilder können wir uns zwar trotzdem noch angucken, weil die mittlerweile einfach überall im Internet herumgeistern, das Video allerdings wie gesagt nicht, weil das offline genommen wurde. Ob das was zu bedeuten hat, weiß ich allerdings auch nicht. Und so bleibt uns auch in diesem Fall erst einmal nichts anderes übrig, als abzuwarten. Die ATR 72 für den MSFS ist abgedatet worden. Durch dieses Update befindet sich der Flieger nun auf der Version 1.0.20. Es gibt zwar auch ein paar Dinge, die hinzugefügt wurden, die halten sich allerdings ziemlich in Grenzen, denn eigentlich geht es hier um Bugfixes. So bestehen auch ca. 95% dieses Updates eigentlich nur aus gefixten Sachen. Und das sind dann auch noch so viele, dass ich sie unmöglich in diesem Video featuren kann. Also habe ich euch die Liste einfach mal per Link in die Videobeschreibung gepackt. Die wichtigsten Sachen dürften aber daraus bestehen, dass diverse Probleme mit dem FMC bzw. der Navigation gefixt worden sein sollen. So gab es unter anderem einen Fehler, der dafür gesorgt hat, dass das FMC eingefroren ist bzw. dass die Navigation eingefroren ist. Dieser Fehler soll behoben worden sein, genauso wie einige Probleme mit dem Schub. Falls ihr da selber mal drauf schauen wollt, dann guckt wie gesagt einfach in die Videobeschreibung und klickt auf den Link, da kommt ihr zum Changelog. Das genannte Update ist für all diejenigen, die den Flieger schon besitzen, kostenlos. Ihr müsst ihn einfach updaten. Die Leute, die ihn aber noch nicht gekauft haben, sich dafür nun aber interessieren sollten, können das über den MSFS eigenen Marketplace tun. Dort kostet er $19,99, was ungefähr derselben Anzahl an Euros entspricht und wird für Besitzer der Deluxe oder Premium Deluxe Version des MSFS sogar mit einem Discount angeboten. Und der MSFS selbst hat auch ein Update erhalten, und zwar das City Update 2 in Frankreich. In diesem Update geht es um die Städte Amiens, Angers, Nantes, Nîmes und Reims. Die sind per Fotogrammetrie umgesetzt worden, sollen damit also aus der Luft 1:1 so aussehen wie in der Realität. Was nicht per Fotogrammetrie, sondern per Custom Modeling umgesetzt worden sein soll, sind Landmarks.
so zum Beispiel Kathedralen, Fernsehtürme und so weiter, damit die in einer noch besseren Qualität herausstechen. Die Städte sind kostenlos, man kann sie sich über den In-Game-Manager herunterladen. Was allerdings nicht kostenlos ist, ist ein Flugboot, das mitgeliefert wurde. Die Lateco Air Modell 631. Mit 16 Liveries soll sie ausgestattet sein und $14,99 kosten. Diese Summe entspricht ca. 14 Euro. Und damit war's das dann auch schon wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen, warmen und nicht zu verregneten Tag. Sage auf Wiedersehen und macht's gut.